Bürokratie raubt Freude am Unternehmen. Und halten wir fest, wer mehr Bürokratie haben will, wählt bitte CDU, SPD, Grüne und FDP. Und wer weniger Bürokratie und weniger EU, aber mehr Freiheiten haben will, der wählt bitte uns als Alternative für Deutschland. Wenn ich jetzt Chinese wäre, würde ich sagen, für den europäischen Markt produziere ich CO2-neutral. Ich nehme nämlich Strom aus Kernkraft und Wasserkraft. Und für Wasserkraft siedeln die auch schon mal ein paar 10.000 Leute um. Das ist in China überhaupt gar kein Problem. Ist ja natürlich schön umweltneutral, was sie dort machen. Also die Chinesen werden niemals so blöd sein und das mitmachen oder werden Strafzölle in anderer Richtung erhöhen. Also wer das möchte und weiter so treiben möchte, der wählt bitte FDP, CDU und die anderen. Wer das nicht möchte, bitte die AfD. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ja, vielen Dank. Wir waren tatsächlich letzte Woche in Dänemark. Da haben die Dänen uns praktisch erklärt, dass wir Digitalisierung sowieso nicht können. Deswegen habe ich das heute mal gelassen. Wir haben hier so einen Titel, Bild-Zeitung, ist Deutschland seine Industrie bald ganz los? Ja, Sie kennen das hier aus der Gegend schon. Ostwestfalen, Miele geht jetzt nach Polen. Wir haben jetzt hier Hagen um die Ecke, wo Hawker mit der Batteriefabrik nach Polen geht. BASF geht nach China. Und viele Probleme sind aus Deutschland, sind direkt deutschlandweit gemacht. Aber wir haben auch ein paar Dinge, die sind in der EU geregelt, die uns dann am Ende treffen. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht. Das kennen Sie vielleicht noch. Nennt sich Glühbirne, beziehungsweise ist jetzt schon neumodisches. Ich glaube, LED ist das. Man sieht nicht mehr, dass es eine Glühbirne ist. Aber die Glühbirne war ja so ungefähr das Erste, was man mitgekriegt hat von der EU. Lissabonner Vertrag 2007, 2009 hat der EU massiv Kompetenzen gegeben. Und ein Bereich war, uns Deutschen zu verbieten, noch weiter Glühbirnen zu benutzen. Das haben die Polen nicht ganz so eng gesehen. Also meine ganzen polnischen Freunde sind immer rübergefahren nach Polen, haben sie dort noch die Glühbirnen gekauft, auch noch zum Normalpreis, nicht wie hier in Deutschland verteuert, konnten sie nur noch als Gewerbetreibender Glühbirnen kaufen. Um mal ein Beispiel zu nennen, also ist auch eine wunderbare Sache, das heizt ja auch zum Beispiel. Ne? Ist im Grunde so eine Art Elektroheizung, die sie dort haben. Die Glühbirne klassisch, wenn sie 60 Watt haben. 96% der Energie wird als Wärme verpulvert, aber hatte super Vorteile. Meine Eltern haben zum Beispiel einen Kartoffelkeller. Da gehen sie runter in den Keller und unter der Treppe haben sie einen kleinen Raum abgetrennt. Da gehen sie rein mit ihren Eimerchen, machen die Tür auf, Licht an, sofort alles hell dabei. Ja, und dann eben die Kartoffeln reinschaufeln, Licht wieder aus, Tür zu, 20 Sekunden. Da hält die Glühbirne 20 Jahre lang. Die brauchen sie nicht auswechseln, weil sie ja im Jahr höchstens ein oder zwei Stunden entsprechend mit den Glühbirnen verbracht haben. Das ist das System. Jetzt gehe ich weiter. Ich habe für jedes Problem eigentlich oder für die meisten Probleme so kleine Sachen mitgebracht. Auch ein bisschen zum Mitraten. Also das, was wir jetzt hier haben, ist, ich war ja letzte Woche in Dänemark, dänische Cookies heißen die. Und wenn Sie an Cookies denken, woran denken Sie dann? Nicht nur an Kekse, sondern ans Internet. Cookies. Das Erste, was Sie machen müssen, ist diese bescheuerten Cookies entweder ablehnen oder akzeptieren oder noch schlimmer, irgendwo in den Einstellungen rumfummeln. Manche machen das nur annehmen und Einstellungen. Das regt mich schon immer auf. Und das ist halt etwas, was von der EU kommt. DSGVO, Deutsche Datenschutzgrundverordnung, basiert im Grunde auf den EU-Regeln, aber ist übrigens auch europaweit zum Teil unterschiedlich. Facebook, Google, TikTok sind alle in Irland. Denn in Irland sind die Regeln viel weniger scharf als in Deutschland. Wir Deutschen haben es noch mal ordentlich verschärft. Und die Deutsche Handwerkskammer schreibt, beziehungsweise Deutsche Industrie- und Handwerkskammer, für die gilt die DSGVO, ich zitiere, als größter Bürokratietreiber für deutsche Betriebe. Und wenn Sie sich mal anschauen, das trifft vor allen Dingen unsere kleinen und mittelständischen Betriebe. Denn wenn Sie da eine Webseite machen, dann ist es egal, ob Sie das für einen Multikonzern machen oder ob Sie das für den kleinen Bäcker nebenan machen und Handwerker. Sie brauchen immer einen ITler, der die ganzen Datenschutzverordnungen macht. Das ist ja so, also irre. Früher haben Sie Schuhe verkauft und vielleicht Socken.
Wenn der Kunde Schuhe gekauft hat, dann wussten sie, ach, dann machen sie ihm jetzt mal ein Werbeangebot für Socken. Ging aber nicht, wenn sie das vielleicht in zwei verschiedenen Unternehmenseinheiten haben, weil sie untereinander die Daten nicht austauschen dürfen. Also so irre sind wir inzwischen in Deutschland. Also wir sagen Schluss mit diesen nervigen Cookies, Datenschutz auf Augenmaß. Und Sie wissen ja sowieso, wenn man uns aushorchen will, da brauchen Sie doch, ne? Nicht viel im Internet. Da gibt es ein paar Bundeswehrsoldaten und machen dann ein paar Kriegspläne, wie sie Russland mit Taurus angreifen können. Und das Ganze dann frei über WhatsApp war es, glaube ich, damals. Also das ist das Nächste, was wir haben. Entsprechend Glühbirne und Cookies. Jetzt muss ich mal schauen, was wir als Nächstes haben, damit ich die Reihenfolge auch habe. Und es ist klar, wenn Sie das weiter haben wollen, mit der Bürokratie, dann wählen Sie weiter CDU, FDP, SPD und Grüne. Und wenn Sie weniger Bürokratie, weniger EU und mehr Freiheit haben, dann wählen Sie bitte uns als Alternative für Deutschland. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das jetzt ein Stück höher kriege, weil ich sonst mit meinen Händen die ganze Zeit gegen das Mikro haue. Übrigens alles Produkte, die ich selber gekauft habe, also nicht von Sponsoren. Das nächste, was wir hier haben, sind Kaffeebohnen. Kaffeebohnen, ja, wofür könnte das wohl stehen? Für die Lieferketten-Sorgfaltspflicht-Richtlinien. Also für das Lieferkettengesetz, was Sie haben, das sind Nachhaltigkeitsrichtlinien, wo Sie jetzt, wenn Sie Kaffeebohnen importieren, dafür sorgen müssen, dass in Äthiopien und Uganda die Menschenrechte eingehalten werden. Und es gibt, das heißt dann, Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten. Das heißt, Sie müssen sicherstellen, dass der kleinste Bauer, von dem Sie die Kaffeebohnen noch ernten, auf gar keinen Fall dafür Wälder abgeholzt hat. Also in Deutschland dürfen Sie Wälder abholzen, um Windräder hinzustellen, das ist gar kein Problem. Aber wehe, Sie würden jetzt in Äthiopien, Uganda oder in anderen Ländern hingehen, Brasilien, und würden da jetzt Bäume fällen für die Kaffeebohnenplantage, das geht natürlich nicht. Ist das nächste Problem der EU. Und das geht runter bis zum kleinsten Bauern. Und sie sollen sich auch laut Richtlinie um den Schutz der indigenen Bevölkerung dort kümmern. Meine Damen und Herren, hier aus Deutschland, wir retten die Welt mit der EU. Ja, und dann kommen die Menschenrechtsorganisationen und merken, was da gerade geschieht. Denn sie müssen als Konzern nachweisen bis zum kleinsten Bauern, inklusive aller Zwischenhändler, dass das alles da sauber abläuft. Und was machen Sie dann als großer Bauer? Dann suchen Sie sich die großen konzentrierten Plantagen, die einem Multikonzern gehören und kaufen alles von dem, statt direkt die Kette bis zum Bauern. Das heißt, der Bauer, der hingeht, der Kleine, der selbst anbaut, das mit seinem Karren bis zum Markt fährt und dann kommt der Zwischenhändler etc., bei dem wird demnächst nicht mehr gekauft. Aber das ist halt die EU. Das gilt, also jetzt, die EU fördert damit die bessere Ausbeute der Afrikaner und auch anderer entsprechender Völker. Wir können alle jubeln. Gültig ist die Richtlinie ab dem 1. Januar 2025. Gilt dann für Rinder, Kaffee und Kakao, aber auch für Sojaprodukte und auch andere Holzprodukte. Aber bleiben wir auch beim Kaffee. Wir brauchen eigentlich gar nicht die EU, um etwas Kompliziertes zu machen. Jetzt sind Sie beim Bäcker und wollen so einen Kaffee to go, also zum Mitnehmen kaufen. Jetzt kommt es darauf an, was Sie da für einen Kaffee kaufen. Kaufen Sie einen normalen Kaffee schwarz, 19% Mehrwertsteuer. Kommt da noch ein Schuss Milch rein, 19% Mehrwertsteuer. Kaufen Sie sich jetzt so einen Latte Macchiato mit mindestens 75% Milchanteil, dann sind es 7% Mehrwertsteuer. Aber Achtung, wenn jetzt Ihr Kunde laktoseintolerant ist und plötzlich Sojamilch haben will und das knallen Sie da rein, dann sind es wieder 19% Mehrwertsteuer. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist einfach nur irre, was wir in Deutschland und in der EU machen. Und die Deutsche Handwerkskammer schreibt zu den Lieferketten-Sorgfaltspflichten, Zitat, Bürokratie raubt Freude am Unternehmen. Und halten wir fest, wer mehr Bürokratie haben will, wählt bitte CDU, SPD, Grüne und FDP. Und wer weniger Bürokratie und weniger EU, aber mehr Freiheiten haben will, der wählt bitte uns als Alternative für Deutschland. So, aus Bochum habe ich Ihnen das schöne Fiege mitgebracht und natürlich von meiner Frau ein bisschen geklaut, die schönen Tomaten. Und jetzt müssen Sie natürlich wissen, was ist denn das für ein Thema? Tomaten und Bier, was hat denn das miteinander zu tun, meine Damen und Herren? Es ist
relativ einfach. Es geht um CO2. Denn CO2 ist ja grundsätzlich böse, das wissen Sie alle. Und deswegen müssen wir dieses CO2 irgendwie vernichten. Und wir waren ja in Dänemark, da gibt es praktisch eine Vernichtungsfabrik. Das ist ein Gasfeld, das liegt unter dem Meer. Das ist jetzt leer, das Gas wurde rausgepumpt. Also Dänemark war auch ein schöner Gasförderer und hat uns immer Gas geliefert. Das ist jetzt leer, das Feld. Und die haben sich gesagt, ja, die Deutschen wollen das ja machen. Die schicken uns ihr CO2 und wir verpressen das in den Boden. Und haben gesagt, wie viel Menge da reinpasst und welcher Preis das ist. Und haben wir mal durchkalkuliert. Das ist ein Geschäft, was die Dänen betreiben wollen und wo die von uns Deutschen insgesamt 2000 Milliarden Euro einnehmen wollen. Das ist das Geschäft einer dänischen entsprechenden CCS, also eine CO2-Speicherung, die sie dort durchführen wollen. Und die Deutschen werden es bezahlen. Die haben aber auch schon ein Musterprojekt. Da ist eine Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Ist übrigens, wenn Sie da mal hinfahren, wunderschön. Fahren Sie oben rauf, da können Sie nämlich Skifahren auf dieser Müllverbrennungsanlage. Es ist ein kleines Skigebiet draufgebaut. Ist jetzt wirklich kein Witz. Also die haben das alles schon für die Leute gemacht. An dem Rand gibt es einen Kletterpark, wo sie hochklettern können für die Familie. Und sie haben dann auch eine Skipiste drauf. Allerdings alles mit diesen grünen Matten. Also die haben recht wenig Schnee immer in Kopenhagen. Aber da können sie dann entsprechend Skifahren. Und die scheiden jetzt an ihrer Müllverbrennungsanlage das CO2 ab und verkaufen es dann an die Getränkehersteller, also entsprechend eine Bierfabrik, Bierbrauerei, und die verkaufen das an die Gewächshäuser, denn bei den Gewächshäusern wachsen die Tomaten deutlich besser, wenn sie dort CO2 reinpressen. Und wir haben ja 400 ppm CO2 jetzt aktuell auf der Welt. Damit Sie es vorstellen, ppm heißt Parts per Million, also 400 Teilchen auf eine Million Teilchen Luft. Also stellen Sie sich mal so einen Raum vor, 400 Teilchen sind CO2, Sie haben etwa 780.000 Teilchen Stickstoff, Sie haben etwa 210.000 Teilchen Sauerstoff und Sie haben immerhin noch 93.000 Teilchen Argon, also das Edelgas, und 400 Teilchen CO2, aber das sei alles ganz böse. Die Grünen sollten doch vielleicht lieber mal die Tomaten fragen. Denen geht es damit wirklich, wirklich gut. Und wenn Sie sich mal überlegen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon aus der Kirche ausgetreten sind, unglaublich hohe Steuern, die die Kirchen einnehmen. Die katholische Kirche und die evangelische Kirche nehmen etwa 13 Milliarden Euro ein, also etwa 6,5 Milliarden jeder. Und der deutsche Staat hat im letzten Jahr mit dem Verkaufen von CO2-Zertifikate und mit dem Einnehmen von CO2-Steuern 18 Milliarden Euro eingenommen. Die Ablassbriefe für diesen Klimaschwindel, die Ablassbriefe, die die deutsche Klimakirche, der deutsche Staat verkauft, 18 Milliarden Euro mehr als die evangelische und die katholische Kirche zusammen. Und aus dieser Kirche können Sie leider nicht austreten, es sei denn, Sie wählen die AfD. Nächster Punkt, EU und Autos. Also es ist jetzt kein Spielzeugauto, sondern symbolisch. Ich konnte Ihnen jetzt kein Ferrari einfahren. Also das habe ich meinem Sohn geklaut vorgestern. Und da geht es um zwei Punkte. Einmal um diese Fahrassistenten, die Sie haben, die jetzt verpflichtend werden, was dazu führt, dass Sie keine Kleinwagen mehr kaufen können. Weil diese Fahrassistenten sind nämlich relativ teuer. Ich konnte vor ein paar Jahren immer noch sagen, kaufen Sie sich so ein Dacia Sandero, das habe ich mal als Beispiel genommen. Ist kein deutscher Wagen, aber es war der billigste Wagen, den wir in Deutschland hatten, 6.990 Euro. Und jetzt kriegen Sie keinen Kleinwagen mehr unter 10.000 Euro. Und was das bedeutet, ist, dass Sie dann überhaupt gar kein Auto mehr haben oder Ihre alten Autos so lange fahren müssen, bis sie wirklich auseinanderbrechen. Insbesondere für die kleinen Bürger bei uns, also die wenig Geld im Portemonnaie haben, ist das echt eine Schande. Das nächste, was Sie haben, ist für die Leute, die nicht mehr so gut mit der Technik zurechtkommen. Ja, da haben wir einige Senioren. Ich habe mal versucht, für meine Mutter ein seniorengerechtes Auto eigentlich zu kaufen, ne, mit hoher Sitzposition, aber eigentlich klein. Und mit relativ wenig Technik. Das kriegen Sie nicht mehr. Dann fahren Sie auf der Autobahn, gehen mal mit dem Lenkrad nach links. Oh, haben Sie vergessen zu blinken? Dann zieht er Sie natürlich wieder rüber. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Dann haben Sie diese ganzen Kennzeichenerkennung und etc. Ich bin von Bochum nach Dortmund gefahren auf der Autobahn A40. Dann hat er gedacht, da kommt eine Kreuzung und dann bremst mein Auto. Die alle hinter mir dachten, warum bremst du wie blöd? Ich hatte den Tempomaten eingestellt und das Ding dachte dann, da kommt eine Kreuzung. Und dann plötzlich Tempo 30. Ich habe das Ding zum Glück ausgestellt
Und ich kann das komplett ausstellen. Also das heißt, das Ding, Verkehrszeichenerkennung, gibt es bei mir im Auto nicht mehr. Aber bei den neuen Fahrzeugen ist das verpflichtend und Sie müssen es jedes Mal manuell beim Motorstart wieder ausstellen. Jedes Mal manuell. Sie müssen irgendeinen Trickser finden, irgendeine Autowerkstatt, die das vielleicht für Sie umprogrammiert. Aber das Problem besteht dann ja, wenn Sie ein Update bekommen mit der Software, dann kann das alles wieder hinfällig sein. Also es ist ein Riesenproblem. Das nächste ist das Problem mit dem Auto, wieder CO2. Die Vorschriften sind jetzt so, dass Sie nur noch eine gewisse Menge an CO2 in die Luft pusten dürfen, wenn Sie mit dem Auto fahren. Bedeutet für ein Dieselfahrzeug aktuell noch 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Perspektivisch 2 Liter auf 100 Kilometer. Das schafft kein Diesel. Also was machen Sie als Autokonzern? Sie müssen irgendwie auf diese 3,5 Liter kommen. Sie müssen Elektroautos verkaufen. Denn die Elektroautos zählen null. Ganz egal, ob Sie mit dem deutschen Strommix sogar einen höheren Verbrauch haben als die aktuellen Dieselfahrzeuge. Also das ist der Irrsinn, den wir haben. Übrigens geht die Welt deutlich weiter als das, was wir hier machen. Wir wollen ja, also wir nicht, sondern die CDU, FDP etc., die wollen alle den Verbrenner verbieten. In China ist man jetzt in der Entwicklung so weit, dass man jetzt einen Rekord geschafft hat. 53% Wirkungsgrad beim Dieselfahrzeug, während wir ansonsten eher bei 38% sind hier in Deutschland. Die hängen uns inzwischen nicht nur bei Elektrofahrzeugen ab, sondern leider auch bei Verbrennerfahrzeugen. Und die deutschen Firmen, die sagen dann, ach super, wir bauen nur noch Elektroautos in Deutschland, in Klammern und alles andere im Ausland. Und genau das passiert aktuell. VW baut Elektroautos hier und nach ein paar Jahren, Subventionen sind die jetzt schon runtergefallen, merken sie, oh, kauft keiner mehr Elektroautos, wir stellen auch die Elektroautoproduktion ein. Und alles andere ist dann schon in China, Indien oder wo immer die dann produzieren, aber nicht mehr in Deutschland. Das Gleiche passiert übrigens auch mit der Aluminiumherstellung oder auch mit der Stahlherstellung. Hydroaluminium, die heißen jetzt in Neuss, Speyerer, Speyerer Neuss, da ist der Strompreis so hoch gewesen, dass die Marge nicht mehr ausreichte, Aluminium selber herzustellen und zu verkaufen. Was haben die gemacht? Die hatten übrigens einen sehr guten Deal. Die hatten noch langfristigen Strom kontrahiert. Und die sind einfach hingegangen, haben die Produktion runtergefahren und haben den Strom verkauft an jemand anders, der bereit war, mehr zu bezahlen. Und inzwischen haben sie das Gewerk komplett stillgelegt. Und die kaufen jetzt nur noch den Stahl ein, beziehungsweise das Aluminium ein aus Indien. Der CO2-Fußabdruck ist jetzt dort. Und walzen nur noch hier in Deutschland. Das ist das, was wir dort haben. Und wer das nicht will, wer freie Fahrt haben will, der wählt bitte die AfD. Der Jörg muss auf die Zeit achten. Ich habe aber noch zwei Dinge. Du sagst mir kurz vorher, wann ich aufhören muss. Schrauben. Wunderbar. Schrauben, ein Produkt aus einem Metall. Und dann haben Sie das nächste Problem. Denn jetzt gilt die CABM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Das heißt, Sie sind jetzt verpflichtet, wenn Sie jetzt zum Beispiel Obi sind und kaufen mal 10 Millionen Schrauben aus China, dann sind Sie verpflichtet, den CO2-Fußabdruck der Herstellung in China zu berechnen und das zu dokumentieren. Und nicht nur das, Sie sind auch verpflichtet, zu schauen, welches CO2-System gibt es in China, gibt es eine CO2-Steuer, wie hoch sind die Preise. Das müssen Sie aktuell alles aufschreiben und ab dem 01.01.2026 müssen Sie eine Strafe zahlen, wenn die CO2-Preise in dem Land der Herstellung geringer sind als hier in Europa. Soweit sind wir noch. Aber im Moment müssen Sie schon alles dokumentieren, bis zur letzten Lieferkette runter und einmal im Quartal an die EU abgeben. Das ist das CBAM. Und das gilt dann nicht nur für China, sondern auch für andere Dinge. Wenn Sie Stahlbleche zum Beispiel aus Indien kaufen, müssen Sie das Gleiche mit Indien machen. Also welcher CO2-Fußabdruck ist in Indien gewesen und ist da der Preis des Ganzen. Das heißt, angeblich soll das unsere deutschen Firmen schützen, wenn man bestraft, wenn man aus anderen Ländern etwas mit Metall kauft, wo der CO2-Fußabdruck kleiner ist. Oder der CO2-Fußabdruck kann größer sein, aber wenn der CO2-Fußabdruck dort nicht entsprechend bestraft wird. Das heißt, man will diese Importeure bestrafen und sagt, dann kaufen die Leute eher bei den deutschen Firmen ein. Ja, aber die deutschen Firmen exportieren doch auch. Das heißt, die deutschen Firmen, die zum Beispiel irgendetwas nach Südamerika verkaufen oder nach Afrika verkaufen, stehen dann in Konkurrenz mit chinesischen Firmen, die aber viel billiger produzieren
Und das funktioniert halt nicht. Und außerdem, die Chinesen sind ja auch niemals so blöd. Wenn ich jetzt Chinese wäre, würde ich sagen, für den europäischen Markt produziere ich CO2-neutral. Ich nehme nämlich Strom aus Kernkraft und Wasserkraft. Und für Wasserkraft siedeln die auch schon mal ein paar 10.000 Leute um. Das ist in China überhaupt gar kein Problem. Ist ja natürlich schön umweltneutral, was sie dort machen. Also die Chinesen werden niemals so blöd sein und das mitmachen oder werden Strafzölle in anderer Richtung erhöhen. Also wer das möchte und weiter so treiben möchte, der wählt bitte FDP, CDU und die anderen. Wer das nicht möchte, bitte die AfD. Das böse Plastik. Der böse Plastikstrohhalm, noch ein wiederverwendbarer Strohhalm, den mein Sohn immer nutzt. Das weiß er noch nicht, dass ich ihn auch geklaut habe. Und natürlich die schönen Fläschchen, wo sie die Deckel nicht mehr abmachen können. Das Erste, was ich immer mache, ist natürlich, dass ich Deckel trotzdem abreiße. Aber Sie wissen ja auch, das ist eine EU-Regel, um unsere Weltmeere zu schützen. Und wenn Sie sich mal überlegen, wo kommt denn der ganze Dreck her, was in den Weltmeeren jetzt liegt? Ja, aus etwa 10 Flüssen, 90% asiatische Flüsse, afrikanische Flüsse, da kommt der ganze Dreck her. Also wenn man wirklich was tun wollte, dann müsste doch man auf diese Regierung zugehen und sagen, okay, wie kriegen wir das Problem gemeinsam gelöst? Weil natürlich betrifft uns das auch in den Weltmeeren, wenn wir irgendwo einen Fischfang haben und das irgendwie mit Plastik verseucht ist. Und also mit den Strohhalmen, wenn Sie Kinder haben und Sie kaufen jetzt eine Capri-Sonne, es ist die Hölle mit diesen Pappdingern, das da durchzukriegen, es ist wirklich irre. Und dann müssen Sie mal vergleichen, kann eine schöne Idee sein mit den Strohhalmen und auch mit den Flaschendeckeln, aber dann gucken wir doch mal bei den großen Plastikemittenten in Deutschland. Da haben wir zum Beispiel Windräder, weiß keiner groß. Die Windräder, wenn Sie dort den Wind haben und der an den Rotorblättern vorbeiströmt, dann reibt er auch ein bisschen immer diese Rotorblätter ab. Und dann wird immer sehr viel, dann wird halt Mikroplastik in die Umwelt gepustet. Und es gibt eine Antwort vom Wissenschaftlichen Dienst vom Bundestag, das hat errechnet, dass es bis zu 40 Kilo sind pro Jahr, pro Windrad, was entsprechend 20.000 solcher Plastikdeckel entsprechen würde. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die EU greift in so viele Dinge bei uns rein. Und damit Sie das nicht mehr wollen, also entweder wählen Sie weiter die Regenbogenpartei oder wählen Sie uns, denn wir stehen für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.